immer wieder ausrichten. Also alles aufmachen. Da ist die Basilika 14 Heiligen. So, Dämpfer weich machen. So, servus zusammen. Ich melde mich heute von, ja, ich glaube, ich bin gerade ein bisschen unterhalb von dieser Basilika 14 Heiligen. Also Staffelberg, Bamberg ist zu weit weg. Irgendwo zwischen Bamberg und Lichtenfels ist es, glaube ich. Und wir gehen jetzt mal Trails erkunden zusammen, würde ich sagen. Mir ist nämlich daheim die Decke auf den Kopf gefallen und dachte mir, okay, was ist in der näheren Umgebung, was gut ausschaut. Und ja, dann habe ich mir gedacht, schauen wir mal hier vorbei. Ja, ich hoffe mal, wir finden ein paar Trails, aber ich habe jetzt gerade schon ein paar Radlfahrer gesehen. Also ich bin zuversichtlich, dass es hier was gibt. Und dann schauen wir mal bei meinem ersten Trailer. Also bis gleich. So. Ich glaube, wir schalten jetzt heute ausnahmsweise mal Strava an, weil ich selber wissen will, was wir heute machen. Zack, nochmal zurück, aufzeichnen. Zack, Fahrrad fahren, zack, Start. Also gut, wollen wir mal. So. Zack, zack, zack. So, jetzt bin ich mal bei der Basilika 14 Heiligen hochgefahren. Und jetzt gehen hier recht viele Radlspuren rein. Das heißt, schauen wir mal, was hier so gibt. Richtig cooler Punkt hier. Und das Gute ist, ah ne, ist gar keine Karte. Ich dachte, dass wir hier eine Karte haben. Aber, ja, da ist die Basilika 14 Heiligen. Und drüben ist das Kloster Banff. Da fahren wir später auch noch rüber. Aber zoomen wir erstmal, was es hier gibt. War schon ein schöner Ausblick. Epa. So. Ja, das schaut mal nach dem Trail aus. Schauen wir uns mal an. Thank you.
Ausschlag. Ah. Oh, das ist ein Trail. Na, fahren wir hier weiter. Okay, jetzt sieht es so aus, als wenn man direkt oberhalb von Lichtenfels. So, das war jetzt mal die erste Abfahrt. Eigentlich ganz geil, es ist immer wieder so ein bisschen was reingebaut. Ja, und ganz viel naturbelassener Weg, dann kommt mal wieder ein kleiner Sprung. Macht richtig Spaß zu fahren. Mal gespannt, was wir jetzt noch finden. Jetzt schauen wir mal ein wenig weiter, ob wir gleich nochmal hochfahren oder ins nächste Waldgebiet. Weiß ich jetzt noch gar nicht. Schauen wir, wie es kommt. So. Ich habe jetzt mal ein gutes Stück hochgeschoben. Jetzt sind wir zwar wieder beim gleichen Trail wie gerade. Ich hatte die Hoffnung, dass hier noch was anderes runtergeht. Also von da hinten kamen wir her. Aber scheinbar geht nichts mehr runter. Deswegen würde ich sagen, wir fahren den jetzt gleich einfach nochmal. Der macht ja ordentlich Spaß. Also, so, jetzt war ich fast wieder ganz oben. Aber da links sind ganz viele Baumfällarbeiten. Deswegen will ich da mal nicht fahren. Dann fahren wir nochmal den gleichen gerade. Befinde ich mich knapp unterhalb vom Kloster Banz, das ist da oben. Und wie man sieht, geht es hier jetzt noch ein ganz schönes Stückchen hoch. Da fahren wir jetzt mal weiter und schauen mal, ob wir hier vielleicht noch auf ein, zwei Trails stoßen. Wir müssen jetzt ein wenig auf die Uhrzeit schauen, weil allzu lange haben wir nicht mehr, bis die Sonne untergeht. Und ich denke, ich brauche noch so 20 Minuten nach Hause. Also ich denke, wir finden hier aber einige gute Sachen. Kommt mal mit. Also jetzt schau doch mal her. Ich bin jetzt hier gerade gefahren und dann kommt hier einfach, so wie es auch schon, ein Trail durch. Das ist mal cool, ich schaue jetzt mal, wie ich da hochkomme. Ich glaube, hinten war ein Weg und dann schauen wir uns den nochmal an. Oder gehen wir einen Weg hoch? Nee, Trail schiebt man nicht hoch. Gehen wir hinten rum. Uppa. So, dreimal dürft ihr jetzt raten, wer hier einmal im Kreis gefahren ist und den Einstieg vom Trail verpasst hat. Super. So, jetzt endlich habe ich den Anfang vom Trail gefunden. Der sieht noch echt richtig neu aus eigentlich. Oh, ja, neu aus. Ich bin gespannt, wie es sich fahren lässt. Also ein, zwei Mal will ich hier auf jeden Fall fahren und also gefühlt schaut er aus, als ist ihn noch keiner gefahren, aber sieht richtig schön aus zu fahren. Wie hab ich jetzt fahren gesagt? Ja, fahren wir. So, Dämpfer war ich machen, Rucksack ist zu. Hier ist schon extrem dunkel im Wald. So, und dann wollen wir mal los. Zeig links.
gemacht. Saugeil, der Trail. Ich glaube, da dreht man gleich nochmal hoch und fahren ihn nochmal. Der, keine Ahnung, ob der jetzt 2,5 Minuten war, lässt sich auf jeden Fall richtig gut fahren. Und der wirkt noch so ganz, ganz neu. Also gäbe es den ja, wahrscheinlich erst seit diesem Winter. Mega gut. Der ist einfach zu gut, als dass wir ihn nicht nochmal fahren müssten. Also, ja, einmal noch. Zack, einmal zu. Und losfahren, weil die Brille läuft schon an. Zack. Jetzt sehe ich wieder aus. Schön. Richtige Schlammschlacht. Huiuiui. So. Ach, Linz ist einfach sauber. Ja, ich glaube, jetzt müssen wir uns langsam auf den Rückweg machen. Ich hoffe, wir finden noch ein, zwei Trails. Ja, die vielleicht genauso gut sind wie die. Also, wer weiß. Schauen wir, was wir noch finden. Auf. Und dann wollen wir mal. Thank you.
So, also zurück am Auto. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Matschig war es auch mal wieder, wie man sieht. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Schreibt mal, wie euch solche Touren gefallen, ob ich sowas öfters machen soll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.